In 7 Tagen wird in Wuppertal-Elberfeld die B7 gesperrt. Es werden dadurch Engpässe und Staus erwartet. Mit dem Fahrrad kann man in vielen Fällen am Stau vorbeifahren. Wir zeigen, wie es geht. Man kann mit dem Rad durch Wuppertal fahren und gerade zur Döppersbergsperrung kann das Fahrrad für viele Bürgerinnen und Bürger eine gute Alternative zum Auto sein. Bis nächsten Montag gibt es an dieser Stelle Tipps und Hinweise, wie man gut mit dem Rad durchs Tal kommt. Die Videoreihe richtet sich in erster Linie an Fahrradneulinge. Die vorgeschlagenen Routen sind oft länger, aber haben dafür weniger Steigungen und sind verkehrsarmer. Zunächst wollen wir die Frage klären, wie man überhaupt nach Elberfeld kommt. Natürlich kann man auch auf der B7 fahren, aber dort fühlen sich vor allem Fahrradfahranfänger unsicher. Fangen wir mit den Ost-West-Verbindungen an. Im ersten Teil schauen wir uns an, wie man am besten von Barmen nach Elberfeld fahren kann. Vom Alten Markt aus beginnen wir und kreuzen zunächst den Steinweg. Dann fahren wir weiter über die Bleicher Straße und den Unterdörn. Im Unterdörn kann man gut mit dem Rad fahren, denn hier ist überwiegend Tempo 30 angeordnet. An der Brücke Wasserstraße überqueren wir die Wupper und fahren auf der Wartburgstraße weiter. Dann fahren wir über die Loher Straße und überqueren abermals die Wupper. Auf der Hünefeldstraße haben wir nun die Wahl. Hier ist ein Bordsteinradweg angelegt, den man benutzen kann, aber nicht muss. Wer sich für die Fahrt auf diesem sonstigen Radweg, so heißen diese Radwege nämlich, entscheidet, sollte allerdings vorsichtig fahren und an Ausfahrten und Kreuzungen mit querenden Fahrzeugen rechnen. Hier darf allerdings auch auf der Straße gefahren werden. Warum ist das so? Eine Pflicht zur Radwegbenutzung ist nur noch dort vorgeschrieben, wo ein blaues Radwegschild aufgestellt ist. Mehr dazu gibt es in einer der kommenden Folgen. Am Hartufer wird der Bordsteinradweg auf die Straße geführt. Wichtig ist auch hier ein ausreichender Seitenabstand zu parkenden Autos, denn jederzeit kann sich eine Türe öffnen. Am Hofkamp hat man dann wieder die Wahl, Straße oder Radweg. Durch die veränderte Verkehrsführung an der Kreuzung Hofkamp-Garte wird die Fahrradampel am Radweg leider ausgeschaltet. Am besten überquert man die Kreuzung hier auf der Geradeausspur der Fahrbahn. Von Elberfeld nach Barmen kann man zunächst einmal den gleichen Weg zurücknehmen. Am Loh muss man allerdings die Route ändern. In Zukunft soll ein Rad- und Fußweg zwischen der Junior-Uni und der Brücke Wasserstraße das jetzige Loch im Radwegenetz schließen. Bis dahin kann man, wenn einem unnötige Steigungen egal sind, durch den Hohenstein fahren. Allen anderen ist die Wittensteinstraße empfohlen. Über die Straße am Brögel und das Loher Kreuz kann die B7 gequert werden. Dann einmal links abbiegen und einfach geradeaus bis zum Barmer Bahnhof weiterfahren und man ist zurück in Barmen. Zum Schluss noch ein Hinweis, alle Tipps und Tricks sind natürlich ohne Gewähr. Bei Detailfragen hilft ein Blick in die Straßenverkehrsordnung. Morgen beschäftigen wir uns mit der Verbindung von Vohwinkel nach Elberfeld. Thank you.